Hallo, da sind wir wieder. Ja, aber Jan, da bricht er aus. Letztes Mal haben wir ganz schön viel geschafft. Wir haben den Löffel vom Barmann geholt, damit jetzt die Tonerde bekommen. Dann haben wir noch den Alumann Richtung Elektroschocktherapie gelenkt. Da Tempomorpht haben wir. Da haben wir jetzt die zweite Fähigkeit mit Unterschriftenfälschen. Vorsicht, ich muss niesen. Genau. Ja, und jetzt wollen wir erstmal... Wo geht's da hin? Achso. Ja, da sind wir fertig. Dann gehen wir doch mal Richtung Wasser. Ja, das machen wir. Wasser, 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 Wasser. Ich muss schon wieder bald pinkeln. Das ist schlecht, dann sollten wir nach diesem Part dann mal eine kleine Pause machen. Ja, das reicht dann auch, glaube ich. Ja. Haben wir 2 Stunden oder so? Ja, das müsste hinkommen, genau 2 Stunden. Lehmmatsch. Cool. Yay. Lehmschelle. Jetzt können wir das zum Dings bringen. Ne? Ja. Wohin? Weiß ich nicht. Ich geh mal rechts. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, wo genau wir hin müssen und was genau wir machen müssen. Wir müssen jetzt zum Kunstraum beim Bienenmann, damit wir da den Schlüssel benutzen können als Abdruck. Nee, das war doch so, dass wir das hat er noch nicht gemacht, weil sie den nicht anfassen wollte. Na, anfassen ging. Da macht man den Abdruck. Ich dachte, das macht man mit Blase. Ach so, du hast recht. Ja, da müssen wir jetzt ja Wetze. Ja, nur... Dafür müssen wir ja irgendwie das Licht noch anmachen in diesem einen Raum. Wo ist der Schockraum? Der ist auch hier oben irgendwo. Ja. Dann gehen wir zum Schockraum erstmal. Das können wir erledigen. Ja. So viele Dinge, die wir gleichzeitig erledigen müssen. Da. Ah, du wolltest. Ich würde gerne mal die Verkettung sehen. Es gibt doch bestimmt irgendwie so ein Dokument, wo alles aufgelistet ist. Ja. Das wäre nett. Richtige Reihenfolge. Edna. Endlich. Dann kann's ja jo, losgehen. Geh los. Die Stromrechnung muss recht hoch sein bei ihm. Bei Dr. Marzel. Ich hoffe, du fühlst dich ja wohl da drüben. Das ist jetzt die letzte Chance ich für einen Rückzieher. Ich habe noch einen wichtigen Termin. Schade. Zu spät. So, oh, der Kopf verschwindet. Ui, Harvey ist grün. Da ist Lila. Ja, obwohl eigentlich ein Blau. Aber egal. Jetzt sind wir geröstet. Rost. Na, das war. So, was war jetzt? Das nicht irgendwie was, dass das nicht geklappt hat jetzt? Meinst du? Man musste doch zweimal vom selben Blitz getroffen werden. Wasser. Oder? Mhm. Hallo Alu, alte Rinde. Oh, hallo Edna. Glaubst du, es hat funktioniert? Glaubst du, ich kann jetzt hell sehen? Probieren wir es doch aus. An was denke ich? Zuckerrohrplantage, europäische Raumfahrtbehörde, Parallelogramm, Worte Halodri und Kutscher, deine erste Zahnschwange, das Bodenfrost oder den Indianer aus Moby Dick. Such dir was aus, alles ist lächerlich. Europäische Raumfahrtbehörde. Du denkst an die Europäische Raumfahrtbehörde. ja, fast, das ist nah genug dran. Aber das war's da schon. Das ist kein Möbel. Ja, bis jetzt können wir, glaube ich, nichts Neues da machen. Ein benutzter Wegwerf, die nennt man so, wenn man sie... Warum habe ich den nur aus... Wir müssen, glaube ich, den Topf dafür benutzen. Das ist der Sinn von dem Topf. Dass wir den mit Wasser füllen und dahin stellen. Damit wir 2 Schocks kriegen. Kein Hut, kein Bus, kein... Füße reinstellen. Ich glaube, das war so. Muss man bei ihm nicht noch was verändern? Kann auch sein. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ist das scheiße hier. Jetzt bin ich ganz falsch, glaube ich. Ja. Nee, doch nicht. Obwohl, keine Ahnung. Ah, das ging nicht. Der ist sauber genug. Wollen wir einfach zu Adrian gehen und gucken? Was sollen wir denn? Ja, okay, können wir ja machen. Es hat so gut geklappt und jetzt... alles kaputt. Ja, es haben wir halt diese paar Rätsel gelöst. Es fehlt aber nur dieser eine Raum. Welcher Raum ist das? Ein dunkler Raum, wo es nur so ein bisschen Licht oben rechts in der Ecke gibt. Das sieht gefährlich aus. Mutti hatte keinen Lichtschalter.
Ist das Klo? Das Klo beim Schlüsselmeister? Da kommt der nächste. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung. Wir gehen zur Adrian. Ja, machen wir das. Torkelbecher. Torkelbecher. So, wie best. Ich will es noch. So, zahl. Haha. Tatsächlich, jetzt ich. Ich tippe ab. Ja. Ja. Das heißt kann man wohl. Nee, man kann ihn jetzt nicht damit kombinieren. Nee. Gut, das. Genau, er will immer nämlich noch ein Rückspiel und wenn er das verliert, dann. Ja. Aber wir haben ihn noch schon therapiert. Das gehört sich gleich. Ich weiß es nicht. Wir müssen ihn nochmal therapieren. Geht das denn? Vielleicht. Nochmal rein. Nochmal reden. Man kann ja nur reden. So, ach, wie das vielleicht. Warum verliere ich eigentlich ständig? Mach dir keine Vorwürfe. Mir ging es einst genau wie dir. Haben wir zu spät gemacht. Ehrlich. Ich war ein regelrechter Pechvogel. Dann allerdings, ich ging eines Abends spazieren auf dem Dach unseres Hochhauses. Es gewitterte. Ich hatte vorsorglich meinen Regenschirm aufgespannt und meine Füße steckten in Wassereimern, als mir dieser Blitzableiter auffiel, der schief montiert war. Ich machte mich sofort daran, ihn zu richten. Dann erinnere ich mich nur noch an einen grellen Lichtblitz. Was genau es war, kann ich nicht sagen. Aber seitdem habe ich nie irgendwo daneben gelegen. Manche etwa nie? Oder ja. Etwa nie? Das hatten wir gerade. Ja, ja, jetzt haben wir erfahren, dass er Wassereimer getragen hat und sowas. Ich ziehe dann mal wieder von da. Vielleicht können wir jetzt ja mit Alu reden. Dass wir dann sagen, ja, der hat aber das und das gemacht. Toll, wieder hin. Ah Gott, wir brauchen den Schlüssel, damit wir schneller durchkommen. Nur wir machen das ja, damit wir den Schlüssel kriegen. Diese Anstalt ist echt eine Irrenanstalt. Scheint so. Den Senflöwen. Hoch. Ein paar Muster. Geht doch. Das ist schon einfach unsere Karte in der Zwischenzeit. Ja, wir brauchen die nicht mehr, aber trotzdem. Hier war es gar nicht, ne? Nee. Hobby. Und los geht's. Und dazu noch die. Könntest du mein. Nein, da kommt der nicht. Nervig. Leicht nervig. Sehr nervig. Du hast nicht geklickt. Hab ich wohl. Hobby. Geht doch. Ach so. Wo wollten wir jetzt hin? Hoch, zur Schocktherapie. Ach so. Ich vergesse das hier beim ewigen Durchlaufen. Ja, es ist echt so ein Kackmarathon immer. Wie schafft das denn eigentlich, den ganzen Tag da hin und her zu rennen? Tja. Ich weiß das nicht. Dieses Spiel als Film, das wäre witzig. Boah, das ist richtig cool. Oder das Anime oder so. Hallo, ja. Alu, alte Rinde. Oh. Glaubst du? Bogenfrost. Hoch. Hoch. Hallo, Alu. Du denkst an eine Zuckerrohrplantage. Das ist eben nicht. Hier.
den Topf mit ihm. Hast du Hunger? Ich brauche keine... Ich ernähre... Das ist ja... Ich habe mal einen Funk... Lass uns ein paar Kilo... Ach, Harvey. Was? Na gut. Das klappt so nicht. Das klappt schon. Verdammt, wir hängen fest. Das ist scheiße. suchen wir das letzte Wir gehen aufs Zimmer. Dach. Vielleicht müssen wir aufs Dach. Ach so. Uns wirklich von dem Blitz treffen lassen? Keine Ahnung. Nee, das nicht. Aber vielleicht müssen wir irgendwas auf dem Dach machen. Du möchtest einfach nur wieder aufs Dach? Nein, ich möchte fertig werden hier. Mit dem blöden Rätsel. So eine blöde Stelle, da hängt man einfach. Hoppi. Hopsassa. Ali Hopsassa. Stell dir mal vor, das Zimmer, wo wir das Licht hätten anmachen müssen, ist das Zimmer, wo das Gehirn drin ist. Ich geh hin. Ach so, nee. Da können wir doch gar nicht rein. Ja, nee, das kann's da nicht sein. Das wäre total scheiße. Das glaube ich nicht, dass die das so machen. Das, ja, das wäre blödsinnig. Das würde auch keinen Sinn machen für die Überwachungskamera da. Nö. Es müssen irgendwie Räume sein, die Sinn machen. Ja. Wie Anders Teller oder die vom Schlüsselmeister. Wo normalerweise auch Insassen sind. Ja. Sieh her, Harvey. So kann man alte Sende... Das sind nur Fernsehwitze. Ich finde das irgendwie schick. Guck dir mal die Linie in der Wolke oben an. Sieht echt aus, als hätte Poké einfach nur so mit dem Stift einfach so gekritzelt. Ja. Das wäre ihm das scheißegal gewesen. Die Topflappen passen perfekt zu diesem Topf. Wenn er doch nur heiß wäre. Und jetzt was? Den Topf erhitzen? Ja. Ja, wir müssen irgendwie... Kann man die nasse Tonerde in den Topf packen? Ich glaube nicht. Bevor wir gehen jetzt zum Bienenmann, zum Gruppentherapieraum, um den Ton. Nee, das war ja nicht, aber wir gehen da trotzdem hin. Okay. Da können wir die Topflappen tauschen. Na gut, und dann werden wir den Part und gucken fürs nächste Mal, was wir genau machen müssen. Dann wir nicht weiter so doof durch die Anstalt rennen und nichts hinkriegen. Mhm. Denn das ist ja allgemein gesprochen sehr langweilig. Ja, ja, ja. Hoppi. Kommen wir von hier aus da zum Gruppentherapieraum? Gruppentherapieraum? Bienenmann. Nee. Nein? Sicher? Ja, ziemlich. Außer rufst du den Schlüsseldienst. Arschkeks, scheiße, ja. Pupu. Ich hätte gerne diese Anstalt als 3D-Modell und ja. In einem 3D-Spiel, um das richtig zu erkunden. Das wäre cool. Wo ging es da lang? Da geht's in die Küche. Ist das die Küche? Ja. Sieht auch so aus, die Türen sehen so nach Küche aus. Mann, ich will weiterkommen, ich hasse diese Stelle. Hilf uns doch, Poki. Egal. Das sieht gefährlich aus. Fahren. Oh. Yay. Da kommt der nächste. Der nächste Ausgang. Binnenmann, das machen wir noch kurz. Ja? Ja, der Rechner. Lustig. Guck mal hier das Licht an. Nein. Okay, schön, das ging ja gar nicht. Lieber nicht. Dachte ich mir warum? Schon aber. Gut. Probieren kann man es ja. Ja. Nicht aufgeben. Hier ist auch kein Licht. Schade. Brauchst du zufällig Topflappen? Zufällig nicht. Ich habe immer ein eigenes Paar dabei. Und das ist farblich auf mein Kostüm abgestimmt. Wow. Tauschen wir? Sehr schön. Na das gut. Wollte ich. Warum nicht? Gibst du mir deine? Erfolg Tauscherin. Täuscherin. Ich habe noch eine Idee. Ah. Siehst du? Ah. Gleichzeitig. Ich bin gut. Ich bin gut. Ach ja. Licht an. Licht ich tanz gerade. Aber was zum Kuckuck? Diese Monitore. Das ergibt ein Muster. Es ist eine
Botschaft. Na. Was? Nein, nein. 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 Fuck! Nein.